Gut, und das Thema heute, das ist Ehre und Unehre. Das ist Honor and Dishonor. Und ich schreibe das unten rein. Das ist im britischen System oder Kommerz in der britischen Sprache ein geläufiger Begriff. Und im Deutschen ist es vielleicht, mag das sich etwas veraltet anhören. Ich schreibe das kurz hier unten rein. Das ist Honor and Dishonor. Das ist Ehre und Unehre. Und das sind möglicherweise, oder man kann den Eindruck haben, dass das veraltete Begriffe sind und dass die keine wirkliche Gültigkeit mehr haben heutzutage. Aber dem ist ganz und gar nicht so, ganz besonders im Kommerz, in Bezug auf kommerzielle Papiere. Da werden Sie vor allen Dingen auch im Angelsächsischen ganz besonders die Begriffe eben Honor and Dishonor antreffen. Das heißt, wird ein kommerzielles Papier geehrt, das heißt, wird es angenommen zum Beispiel, dann ist man in Honor, dann ehrt man das Papier und wenn man es ablehnt, zurückschickt, dann ist man in Dishonor und zwar grundsätzlich immer. Und das ist völlig unabhängig davon, ob das Papier, was ja in der Regel immer ein Schuldpapier ist heute, einem eine Schuld auferlegt, die gerecht ist oder nicht. Das spielt also überhaupt keine Rolle im Kommerz. Im Kommerz ist das so, dass wenn einem ein kommerzielles Papier vorgelegt wird, dann wirklich hat man keine andere Wahl, als es anzunehmen, denn sonst ist man in der Entehrung. Und wenn man in der Entehrung ist, dann hat die andere Partei immer die Möglichkeit, die Form der Heilung zu wählen, die sie will. Und das ist natürlich, da denkt man sich ja, meine Güte, was ist das denn? Ich bin ja dann geradezu gezwungen, das anzunehmen, denn wenn ich in der Entehrung bin, dann kann die andere Partei mir das sozusagen reindrücken, was sie will. Und genauso ist es im Kommerz. Das ist die kommerzielle Welt, das ist der Law Merchant, das ist die Welt des Kreditkaufmanns, in der wir uns alle befinden und leben. Ob wir das wissen oder nicht, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir zum Beispiel Bankkonten haben und so weiter. So, wo kommt das aber ursprünglich her? Ehre und Unehre. Naja, wenn man da zurückgeht, wieder ein bisschen in der Geschichte, vielleicht noch 150 Jahre zurück oder vielleicht sogar weniger noch, dann war das Ehrenwort eines Mannes hauptsächlich, es war eine männlich geleitete Gesellschaft, das war das absolute Nonplusultra. Und man war nur so gut wie das eigene Wort. Und dem Wort mussten natürlich Taten folgen. Aber man wusste, dass wenn ein Ehrenmann ein Ehrenwort gibt, dann wird die Tat auch folgen. Das heißt, das Ehrenwort war so gut wie die Tat selber. Natürlich musste die Tat dann folgen, aber das war in der Regel so. Also Ehre hatte eine ganz besondere Bedeutung. Ehre war so wichtig, dass die Menschen lieber gestorben sind, zum Beispiel in Form von Duellen, um ihre Ehre zu verteidigen, als zum Beispiel sich einen Angriff gefallen lassen zu müssen, der gegen die Ehre ging. Und natürlich da im Gegenzug die Unehrenhaftigkeit, also wenn das eigene Wort nicht galt. Es gab natürlich noch andere Gebiete, die sich auf Ehre und Unehre bezogen, ja, wie zum Beispiel die Monogamie in der christlichen Welt. Das heißt, man hatte keine Fähren sozusagen. Wenn man sie hatte, dann war das immer sehr vertuscht, aber es galt als eine Entehrung der Ehe sozusagen, die ja damals auch noch vielerorts vor der Kirche eben geschlossen wurde und die Kirche eigentlich die Register geführt haben für die Ehen und die Geburten. Also das war so hasch-hasch, das war so, da hat man nicht viel drüber gesprochen. Das war sehr oft vor allen Dingen in den Kreisen der Nobilität, war da eine Ehrenhaftigkeit wohl weniger anzutreffen. Aber insgesamt galt das als Unehre, wenn man also die Ehe gebrochen hatte. Und das hatte Konsequenzen. Wenn man sein Ehrenwort gebrochen hat, das hatte Konsequenzen. Und zum Beispiel war das oft so, dass wenn Menschen sich beleidigt haben oder einen anderen beleidigt haben durch ein Wort, durch eine Tat, dann, und das hat die Ehre angegriffen des anderen, dann musste der seine Ehre wiederherstellen. Und das war wichtiger für ihn, vor allen Dingen, wenn er eine Familie hatte, als jetzt sein eigenes Leben. Das heißt, er ist dafür gegebenenfalls auch gestorben, denn der gute Name, der gute Ruf, das hatte alles mit dem Begriff der Ehre zu tun. Und es war absolut notwendig, dass jemand sein Leben gegeben hatte im Bedarfsfall, um die Ehre wiederherzustellen.
einfach deswegen, damit seine Familie wieder in den Vorzug der Ehrenhaftigkeit kam. Das war der Grund. Und natürlich gab es zu allen Zeiten unehrenhafte Menschen, die das nicht taten oder die das nicht als besonders wichtig empfanden, aber denen hat man eben auch wenig vertraut. Und das ist natürlich auch im Kommerz ganz häufig passiert, dass eben bestimmte Arten von Kaufleuten ständig ihr Wort gebrochen hatten in Verträgen. Und das hat zu einer Art von Plünderung geführt des Weltreichtums, wenn man so will, der Ressourcen. Den kann man noch gar nicht in seinem vollen Wert wirklich ermessen. Aber das ist geschehen, und zwar durch Unehrenhaftigkeit. Natürlich auch, weil diese Kaufleute nicht nur nicht für wichtig empfanden, sich ehrenhaft zu verhalten, sondern sogar geradezu die Unehrenhaftigkeit sozusagen als eine Tugend angesehen haben. Und das ist natürlich für einen normalen Menschen, der jetzt nicht hauptsächlich kaufmännisch orientiert ist, sondern der ein ganz normales Leben führen will, wo er der Herr ist über seine Situation, wo er verfügen kann über seinen Wohlstand, über das, was er sich erarbeitet, ist das ein unerträglicher Zustand. Denn man ist da ganz besonders angewiesen auf das eigene Ehrenwort, dass man es einhält, denn damit hat es Gültigkeit, damit hat es Wert und natürlich auch das Ehrenwort der Menschen, mit denen man zusammenlebte, zusammengearbeitet hatte oder Verträge geschlossen hatte. Da war also wirklich die Aufrechterhaltung der eigenen Ehre das Kapital. Ja, das war der Wohlstand, das war der Wert. Und der Wert eines Menschen hing davon ab, wie sehr er in der Lage war, sein Ehrenwort aufrechtzuerhalten. Also das mal ein bisschen von der wirtschaftlichen Seite, von der mehr spirituellen Seite, gibt es da Hinweise zum Beispiel in der Bibel. Lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Das ist in Bezug auf, wenn man Zeugnis ablegt. Das heißt, die Wahrheit oder dass man die Wahrheit spricht, ist auch natürlich von ganz besonderer Bedeutung in Bezug auf die Ehre. Und die Ehre war natürlich hauptsächlich dann verletzt oder man fühlte die Ehre verletzt, wenn jemandem anderen einem etwas nachsagte, was nicht stimmte. Da sieht man, dass der Begriff Ehre unmittelbar auch mit Wahrheit in Verbindung steht. Das sind die Ursprünge. Das ist natürlich dann später alles verwässert worden, bis es dann zu einem Großteil ganz aus dem Vokabular wirklich verschwunden ist und somit auch der Begriff oder das Prinzip mit der Ehre. Aber Wahrheit spielte eine ganz besonders große Rolle. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, dass etwas so ist, wie es ist, und der andere kam dann daher und hat das angezweifelt, ohne Beweis, ohne wirklichen Grund, dann ist es ja so, wie wenn man behauptet, der andere lügt. Und das wird damit ja impliziert. Und nur diese Implikation, dadurch, dass man das Wort eines anderen anzweifelt, das ist schon eine Entehrung. Und eine Entehrung verlangt eine Heilung. Die Ehre muss wiederhergestellt werden. Und jetzt geht das so weit, dass jemand, der wirklich das Prinzip der Ehre verinnerlicht hat und danach lebt, dass der auch dann sich verletzt fühlt und entehrt fühlt, wenn er Zeuge wird einer Entehrung. Also, das kann passieren, dass jemand beobachtet, wie jemand anders einen anderen entehrt. Und wenn das passiert und er bemerkte, dass das wirklich ungerechtfertigt war, dass das gegen die Prinzipien der Aufrechterhaltung der Ehre verstößt, dann ist er zur Hilfe desjenigen gekommen, dessen Ehre verletzt wurde und hat ihn entweder dazu angehalten oder aber ihm mit Rat und Tat zur Seite gestanden, seine Ehre oder dessen Ehre wiederherzustellen. Und tat er das nicht und er hat diese Unehrenhaftigkeit geduldet, obwohl er hätte etwas tun können, dann ist er selber auch mit in Unehre verfallen. Und das waren also ganz besonders starke Werte, und die hatten zu tun mit einem Wahrheitsempfinden. Und das ist heute schwer, vielleicht das nachzuvollziehen. Aber es ist tatsächlich so, dass das ganze Geldsystem, wenn man so will, oder die ganze Wirtschaft wirklich auf diesem Prinzip der Ehrenhaftigkeit immer noch beruht. Nun, der größte Wert oder die Wertschöpfungskette, die ist ja regelrecht geplündert worden durch Unehrenhaftigkeit. Und zwar nicht nur durch die Unehrenhaftigkeit der Plünderer,
sondern auch durch die Unehrenhaftigkeit derjenigen, die sich haben plündern lassen. Und es ist zum Beispiel, wurde es als unehrenhaft angesehen, wenn man sich selber in einer Opferrolle gesehen hatte, anstatt als in einer aktiven Rolle, in der man seine Ehre verteidigt hatte. Das wurde also auch als eine Unehrenhaftigkeit gesehen. Und so haben die Menschen vor allen Dingen in der westlichen Zivilisation einen Großteil ihres Ansehens eingebüßt, einfach aufgrund der Tatsache, weil sie sich nicht gewehrt haben gegen diese Art von Plünderung. Und das ist nicht etwas, was erst heute bekannt geworden ist, sondern das ist etwas, was zu allen Zeiten bekannt war, dass es bestimmte Menschen gibt, die in ihren Handlungsweisen unehrenhaft sind, in deren Tugend sozusagen das auch keine große Bedeutung hat, sondern die sind lediglich dazu da, so viel Wert, wie sie können, sich anzueignen, ganz gleich in welcher Form und auf welche Weise. Und das ist etwas, was, worüber wir gesprochen hatten, jetzt zum Beispiel für die Abkömmlinge von Shem, einfach nicht nachvollziehbar ist. Und leider ist es so, oder das ist meine Beobachtung zumindest, dass somit die Shem sich auch sozusagen in einer Position der Unehrenhaftigkeit befinden und sozusagen das ganze Momentum wiederum auf der Seite derjenigen liegt, die eben plündern, sozusagen als Lebensziel, als Modus vivendi wirklich. Und um ein Verständnis dafür zu erarbeiten, was Ehre und Unehre ist, wollen wir eben heute darüber sprechen und auch ein bisschen Bezug nehmen auf kommerzielle Papiere und was das bedeutet überhaupt, wenn man etwas annimmt. Mit Ehrenhaftigkeit verbunden war auch die absolute Bereitschaft der Hilfeleistung. Das heißt, es war ein Unding, wenn man um Hilfe gebeten wurde und dann nicht die Hilfe geleistet hatte, es sei denn, dass man absolut außerstande war, sie zu leisten, und dass das Leisten einer Hilfe für einen selber eine übergebührliche Belastung bedeutet hätte. Aber das musste schon extrem sein. Also das Unterlassen von Hilfe, wenn man darum gebeten wird, galt als eine der größten Formen der Unehrenhaftigkeit. Und das lag daran, weil die Menschen damals stärker auch verbunden waren miteinander, ganz einfach in einem mehr christlichen Bewusstsein, vor allen Dingen in Europa und in Irland, dass die Menschen Brüder und Schwestern waren, die sich zu helfen hatten. Das heißt, wenn jemand in Not geriet und Hilfe brauchte, dann war es selbstverständlich, dass man geholfen hatte. Und hatte jemand diese Hilfe verweigert, dann war das ja schon wirklich wie, ja, könnte man sagen, wie eine Sünde. Das heißt, derjenige war wirklich nicht als ehrenhaft mehr angesehen. Und wenn man das mal ein bisschen versucht zu übersetzen auf die heutige Zeit, dann kann man wahrscheinlich bemerken, dass diese Begriffe der Ehre und Ehrenhaftigkeit keine Begriffe sind, die irgendwie jetzt schnöselhaft sind, ja, die also nur in den Bereich von Offizieren und Soldaten fallen und die müssen sich an ihr Wort halten und Befehle ausführen. Das ist Ehrenhaftigkeit. Man führt Befehle aus zum Beispiel oder man stirbt auf dem Schlachtfeld und das ist ehrenhaft, ein ehrenhafter Tod. Das ist eben genau das, wo der Begriff der Ehre missbraucht wurde. Ja, in Kriegen werden die Begriffe missbraucht. Und das hat dazu geführt, dass eigentlich sozusagen fast wie eine Art Allergie gegen solche altmodischen Begriffe, wenn man so will, wie Ehre und Unehre, sozusagen heute verankert ist im Bewusstsein der Menschen. In Bezug auf Krieg, ja, es gibt keinen Krieg, der nicht motiviert war von finanziellen, kommerziellen Interessen. Und dass die Menschen sozusagen immer so programmiert wurden, dass ihnen ein Feindbild eingepflanzt wurde, dass dieser Feind ja ruchlos war und brutal war und dass man sich gegen ihn wehren muss und dass man hier die Ehre seines Vaterlandes verteidigen muss. Und im Hintergrund spielten sich nichts weiter ab als schlicht und ergreifend kommerzielle Interessen. Natürlich auch politische Interessen, aber nicht in dem Sinne jetzt wie unbedingt Machtzuwachs im Hinblick auf Werte, sondern vor allen Dingen das Endziel war ja immer die Kontrolle eines Gebietes. Ja, und der somit sich darauf befindlichen Menschen. Das ist immer das Ziel gewesen, die Kontrolle über die Menschen. Das ist das Entscheidende. Und da hat man ihnen dann solchen Unsinn eingeredet, wie dass es ehrenhaften ist, auf
im Schlachtfeld zu sterben, nur damit man sich dort dann bei der Armee einschrieb und sozusagen in die Schlacht gezogen ist. Aber jetzt kommt die Kehrseite. Die Menschen haben das wirklich so empfunden. Das heißt, sie haben das als eine wirkliche Bedrohung empfunden. Und es spielt dabei keine Rolle, ob es wirklich eine Bedrohung war oder ob es lediglich als eine Bedrohung empfunden wurde. In dem Moment, wo etwas auf eine bestimmte Art und Weise empfunden wird, da bekommt es Realität. Da wird es lebendig. Und da muss man dann natürlich sagen, dass die Menschen, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende in Kriegen gefallen sind, die sicher hauptsächlich freiwillig, also nicht immer, aber hauptsächlich freiwillig eingeschrieben hatten, für die das ein besonderer Wert war, auf dem Schlachtfeld zu sterben, für ihr Land, für ihre Verteidigung, für ihre Familie, da zählt ja wirklich die Absicht dahinter und dass sie das auch konsequent durchgesetzt haben. Und deswegen kann man sagen, die Handlungsweise derjenigen, die dem gefolgt sind, die war intakt, das heißt, deren Ehre war intakt. Das heißt, die Menschen, die auf dem Schlachtfeld gestorben sind, die sozusagen in den Tod gegangen sind, was ja heute nicht mehr sehr üblich ist, mit so einem Bewusstsein zu leben, das waren wirklich ehrenhafte Menschen. Auch wenn die Gräuel des Krieges und was die alles da ertragen mussten und oder vielleicht sogar auch begangen hatten im Zug solcher schrecklichen Situationen, letztendlich haben sie ganz konkret ihr Leben eingesetzt. Und das muss man schon berücksichtigen. Denn das ist etwas, was heute kaum noch jemand tut, dass er wirklich in dem, was er sagt oder was er tut, sein Leben einsetzt. Das heißt, es ist eine sehr sichere, sozusagen, Gesellschaft. Ja, es hängt alles davon aus, wie es wahrgenommen wird. Das gilt natürlich auch, nimmt man eine Gefahr nicht wahr, die ständig zugegen ist, dann ist man sich natürlich derer nicht bewusst und kann also auch nicht entsprechend ehrenhaft handeln. Ja, also es kann durchaus sein, dass wir Einflüssen ausgesetzt sind heute, die die Lebenssubstanz der Menschen sehr beeinträchtigen und zerstören. Aber wenn wir uns darüber nicht bewusst sind, dann können wir natürlich auch kein Gefühl oder keine ehrenhafte Handlung wirklich entwickeln. Und so ist das Ganze wirklich, wenn wir da zurückkommen auf das holotropische Denken, auf die Programmierung des Denkens und der Verhaltensweisen, ein wirklich ganz interessantes und raffiniertes Spiel, was da heute betrieben wird mit dem Bewusstsein der Menschen. Und glücklicherweise kommen wir immer mehr dahinter, auf welche Art von Gedankengang und auf welchen Art von Systemen das fußt. Aber zurück zur Ehre und Unehre. Das heißt, Hilfe musste gegeben werden, immer dann, wenn sie angefragt wurde. Und wenn man dann über Ehre spricht und über Unehre, dann hat das ja auch etwas zu tun mit der Annahme. Da ziele ich schon ab auf die Annahme, auch die Annahme für Wert, von der Sie wahrscheinlich schon hier und da gehört haben. Es hat nämlich genau mit diesen Prinzipien zu tun. Und man muss genau verstehen, wie diese Prinzipien operieren, damit man auch weiß, was man da tut, wenn man eine Annahme schreibt. Mit anderen Worten, es darf auf dieser Welt kein Problem geben, für welches nicht irgendjemand verantwortlich zeichnet. Und zwar nicht im Hinblick jetzt auf die Ursache des Problems, sondern auf die Lösung des Problems. Und wenn wir in Situationen geraten, die uns ungelegen kommen, dann wehren wir die oft ab. Wir sagen, nee, das wollen wir nicht. Das ist nicht mein Problem, das ist dessen Problem. Der hat das verursacht, das ist dessen Problem. Und das heißt, wir denken immer in Bezug auf die Ursache des Problems. Wer hat denn das wirklich verursacht? Und so versuchen wir das von uns wegzuschieben und zu sagen, der hat das verursacht, der hat sich die Suppe eingebrockt, der muss sie auch auslöffeln. Nun, das mag schon sein, aber wenn es in meiner Macht ist, ein Problem zu lösen, was ja nun mal existiert, ob das jetzt kleiner, zwischenmenschlicher Natur ist oder aber in größerer sozialwirtschaftspolitischen Umgebung, spielt wirklich weniger eine Rolle. Wenn es ein Problem gibt und ich die Möglichkeit habe, dies zu lösen, dann muss ich es auch lösen. Da kann ich nicht meine Augen zudrücken und sagen, okay, nach mir die Sintflut, das geht mich nichts an. Und das ist dann wirklich Verantwortung übernehmen und nicht die Verantwortung wegschieben. Schiebt man die Verantwortung weg, schiebt man sie möglicherweise wohin, wo dann die Lösung des Problems zum eigenen Nachteil gereicht.
Das heißt, wenn wir immer mehr die Probleme wegschieben auf andere, zum Beispiel auf einen Staat oder auf Institutionen, und die dann anfangen, die Probleme nach ihrem Gutdünken oder aus welchen Motivationen auch immer zu lösen, und uns das dann nicht gefällt hinterher, dann sind wir in keiner guten Position, uns da zu beschweren. Denn wir hätten das Problem vorher lösen können, wenn wir wollten. Also, die Lösung eines Problems ist einfach eine absolute Notwendigkeit. Und natürlich muss man jetzt da nicht sich verrenken, um eine Lösung oder um sich jetzt auf einmal alle Probleme, die sozusagen bestehen, zu eigen zu machen und sagen, ich löse die alle jetzt und ich habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt mache. Das meine ich nicht. Sondern was ich wirklich meine, ist, dass die Dinge, die auf einen zukommen im alltäglichen Leben, wie zum Beispiel in Form einer Rechnung, ja, oder in Form eines Darlehens oder eines Unfalls oder etwas, was man unvorhergesehen verschuldet hat, dass man da in der Lage ist, dann auch die Verantwortung dafür anzunehmen, zu übernehmen, sozusagen die Ehre wiederherzustellen, übrigens auch immer des anderen, und dann das Problem zu lösen. Und es ist eigentlich wirklich wunderbar einfach heute, so ein Problem zu lösen, wenn man den ganzen Hintergrund versteht wirklich und das verinnerlicht hat. Also die Lösung eines Problems obliegt einem, wenn das Problem in den eigenen Einflussbereich gelangt, dann obliegt die Lösung eines Problems einem selber. Und vielleicht ein bisschen ein praktisches Beispiel, das kennen wahrscheinlich einige oder viele von Ihnen, das ist, die Kinder haben zu Hause, vielleicht Teenager, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel die Mutter den Sohn fragt, hör mal, Hans, kannst du bitte mal den Müll raustragen? Das ist so eine Situation, wo die Mutter um Hilfe bittet. Und da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Hans darauf antworten könnte. Na, die erste ist, okay, Mom, mach ich. Und er steht auf und erledigt es. Ein tadelloses Verhalten. Die zweite Möglichkeit, die Hans hat, ist zu verhandeln. Und er sagt, mach ich gerne, Mom, aber kann das noch 20 Minuten warten? Ich möchte gerne noch die Halbzeit zu Ende gucken. So. Dann nimmt er das natürlich an. Das heißt, er entehrt das Gesuch der Mutter nicht, sondern er versucht zu verhandeln. Er versucht einen etwas, hier in dem Fall einen besseren Zeitpunkt herauszuhandeln, an dem er das tun kann. Und jetzt ist der sozusagen der Spielball wieder zurück im, in der Hälfte der Mutter. Und jetzt muss sie auch aufpassen, dass sie den Hans nicht entehrt. Das heißt, hat sie kein Problem damit oder gibt es keinen objektiven Grund, warum Hans das nicht in 20 Minuten auch tun kann, dann muss sie das annehmen und muss sagen, okay, ja, das ist gut. Und zu keinem Zeitpunkt war der Frieden in Gefahr. Also das ist wichtig, das nennt man die bedingte Annahme. Das heißt, man nimmt etwas unter einer Bedingung an und das kann in einigen Fällen eine Entehrung sein, da muss man aufpassen. Aber in dem Fall ist es das nicht, sondern es geht einfach darum, dass beide Parteien das erreichen, was sie bekommen. Erstens mal ist hier das Hilfegesuch der Mutter. Das überschreibt alles. Das ist Nummer eins. Und Hans hat wirklich unter moralischen, menschlichen Gesetzmäßigkeiten da überhaupt keine Möglichkeit, einfach zu sagen, nein. Das wäre nämlich jetzt die dritte Möglichkeit. Er sagt einfach, nein, mache ich nicht. Und das wäre die totale Entehrung. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber ich habe das erlebt, dass sich Kinder oder Jugendliche so verhalten, ihren Eltern gegenüber. Das fühlt sich bei mir an wie ein Schnitt in die Brust. Weil das zeigt einfach ein abgrundtiefes Fehlverhalten im Hinblick auf die Ehre. Es ist auch eines der Gesetze in der Bibel. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das hat einen weitreichenden Grund, denn schließlich sind die Eltern ja da für die Kinder. Bringen sie sozusagen durch, geben ihnen ihre Werte mit und versuchen sie zu selbstständigen, handlungskräftigen und willenskräftigen Menschen heranzubilden. Und wenn dann so etwas passiert, also da fehlt einfach eine wirkliche Wahrnehmung der Ehrenhaftigkeit der Eltern. Das heißt, diese Werte wurden den Kindern nicht wirklich mitgegeben. Oder sie empfinden diese Werte als bedrückend und oder sogar unterdrückend. Und da ist dann natürlich, liegt ein ungesundes Verhältnis vor bezüglich dieser Werte, die wichtig sind, die wirklich so wichtig sind heute, das kann ich gar nicht überbetonen, denn davon hängt unsere ganze kommerzielle Kraft und Energie ab.
die hängt davon ab, dass wir in der Lage sind zu erkennen, wann es notwendig ist, etwas zu ehren oder etwas zu entehren. Manchmal kann das taktisch im Kommerz ein Vorteil sein, etwas zu entehren, zum Beispiel um bestimmte weitere Informationen von der anderen Seite herauszulocken oder durch ein taktisches Manöver zu bekommen. Das kann manchmal sein. Jetzt im Alltäglichen ist es nicht so, aber wenn es um kompliziertere Gerichtsverfahren geht oder so, dann kann das schon mal eine Taktik sein, die sich eben auf einen bestimmten Aspekt einer solchen Verhandlung dann beschränkt. Aber um zurückzukommen hier auf Hans, wenn der sagt, nein, das mache ich nicht, dann steht die Mutter da als völlig entehrt und nicht nur sie, sondern auch Hans selber. Und das ist einfach, das nenne ich den Antilogos. Das ist einfach so gegen das natürliche Bestreben normalerweise, ja, der Logos, der immer alles am Fließen halten will, der dafür sorgt, dass Energie vorhanden ist, diese Energie aufgegriffen wird, verwandelt wird und weitergegeben wird. Das ist ja das, was wir tun als Menschen mit unseren Begabungen, mit unserer Arbeit. Wir haben eine Fähigkeit, wir verfeinern die durch Übung, Übung, Übung. Wir praktizieren das und es entsteht ein Wert, den ein anderer gut gebrauchen kann oder den ein anderer für sehr wertvoll hält. Und er will sozusagen in den Genuss dieser Werte geraten. So entsteht Energie. Das ist der Logos. In der Natur ist alles am Fließen. Das kann man beobachten. Alles fließt, alles bewegt sich. Nichts ist angestaut. Und jetzt kommt auf einmal ein Hilfegesuch. Das heißt, ich brauche etwas Energie im Moment von jemandem anderen, der die hat. Denn Hans ist vielleicht, sagen wir, 14 Jahre alt und strotzt vor Kraft. Und er sagt nein. Die totale Blockade. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber wenn man so etwas mal mit anguckt, dann ist es nicht nur ein Schlag ins Gesicht, sondern es ist einem auch regelrecht peinlich für die Mutter und auch für den Hans. Also da schämt man sich fremd. Und warum schämt man sich fremd? Nun, weil man merkt, das betrifft einen selber. Man ist Teil davon geworden. Und wir sind alle Teil von dem, was um uns herum passiert, es sei denn, wir leben isoliert auf einer Insel und ja, müssen uns wirklich nur um uns selber kümmern. Aber sobald wir im Verbund sind, in der Gemeinschaft leben, in welcher Art auch immer, sind wir Teil dieser Gemeinschaft und die Gemeinschaft selber wird wie eine Art Wesen, welches steht und fällt natürlich mit der Energie und der Ehrenhaftigkeit und der Unehrenhaftigkeit der einzelnen Teilnehmer an einer solchen Gemeinschaft. Und nun ja, eine Gemeinschaft muss natürlich stark sein und solches, sag mal, energieblockierendes Verhalten auffangen können und den zur Raison zu bringen. Das ist natürlich wichtig, aber trotzdem ist es etwas, was einen betrifft. So, jetzt gehen wir mal zurück zur bedingten Annahme. Das ist also, wenn der Hans sagt, okay, Mama, das mache ich. Kann ich das in 20 Minuten machen? Ich würde mir gerne noch die Halbzeit zu Ende angucken. So, jetzt hat die Mutter natürlich auch zwei Möglichkeiten. Jetzt kann sie sagen, nein, das muss jetzt sein. Dann braucht sie einen wirklichen Grund dafür, dass sie das darauf sofort besteht. Und das ist zum Beispiel, dass sie entdeckt hat, dass vielleicht, naja, hinter Müll eben Ungeziefer ist und sie das so schnell wie möglich raushaben will. Und dann bietet sie das dem Hans an und sagt, Hans, das muss jetzt sein, wir haben da Ungeziefer und ich muss das so schnell wie möglich in den Griff bekommen. Und dann wiederum ist es an Hans. Da muss Hans sagen, okay, mach ich. Dann bewertet er in dem Moment, jetzt kommt es zu einer Bewertung von ihm, es für wichtiger, dass das Ungeziefer rauskommt, als dass er sich die Halbzeit zu Ende anguckt. Oder das Ungeziefer so schnell wie möglich beseitigt wird, als dass er sich die Halbzeit anguckt. Das ist eine vernünftige Einschätzung. Jetzt kann er aber sagen, nein, mache ich nicht. Ich mache das in 20 Minuten. Das wäre eine Entehrung. Aber besser als gar nichts. Aber streng genommen ist es eine Entehrung. Und so sehen Sie schon, das kann man natürlich jetzt beliebig weit fortführen. Was ist Sinn und Zweck? Sinn und Zweck ist, dass man so schnell wie möglich zu einem Einverständnis gelangt, ohne dass man die Hand des anderen zwingt. Also, wie sagt man, ohne dass man dem anderen den Arm verdreht. Also ohne Zwangsmaßnahmen sozusagen. Ziel ist es immer, wenn man sich ehrenhaft verhält, dass man so schnell wie möglich zu einer Einigung kommt. Und das ist Sinn und Zweck dieses Kommerzkurses, dass man so schnell wie möglich zu einer Einigung kommt. Und das ist jetzt nicht nur eine Einigung wie in dem Fall, wo man das
ganz klipp und klar vereinbart durch wirklich einen Wortaustausch, sondern Einigung kann auch erzielt werden, zum Beispiel in Form von Stillschweigen. Okay, das gilt aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Jetzt eine Voraussetzung, gehen wir zurück zu unserem Beispiel mit Hans und seiner Mama. Die leben zusammen, das heißt, die haben ein alltägliches Umgangsverhältnis, das heißt, es gibt da bestimmte Routine, jeder hat seinen Verantwortungsbereich da in dieser Gemeinschaft. Das heißt, bestimmte Dinge werden einfach vorausgesetzt oder gelten als stillschweigend vorausgesetzt, einfach deswegen, weil sie immer jemand tut. Okay, und jetzt kommt wieder so etwas und gehen wir zurück. Hans, kannst du bitte den Müll raustragen? Und Hans schweigt. Na, die Mutter weiß, okay, der Hans, der redet nicht viel, das wissen wir schon. Okay, Hans, wenn du nichts sagst, gehe ich davon aus, dass du das jetzt tun wirst. So, das ist die Stipulierung, sagt man dazu. Das heißt, da wird ein ehrenhaftes Verhalten dem anderen untergeschoben, könnte man sagen. Na, oft verwendet man oder denkt man, dass der Begriff jemandem etwas unterschieben immer etwas Negatives darstellen muss. Man will ihm etwas in die Schuhe schieben. Nein, aber man sozusagen bereitet ihm den Boden. Das sagt man unterschieben. Ja, das kann man sich ruhig bildlich vorstellen. Man schiebt dem anderen etwas unter. Eine ehrenhafte Absicht. Das heißt, man gibt dem anderen die Möglichkeit, sich ehrenhaft zu verhalten, ohne dass er das groß bestätigen muss. Ohne dass er jetzt zum Beispiel durch ein verbales Ja sich da einen Zacken aus der Krone brechen lassen muss. Wissen ja, wie das ist mit Teenagern, die geben sich nicht gerne den Anschein, dass sie unbedingt mit ihren Eltern in Übereinstimmung sind. So, jetzt muss der Hans das dann auch tun. Und wenn er das nicht tut, naja, das ist eine Entehrung. Denn er müsste wenigstens sagen, nein, Ma, das akzeptiere ich so nicht. Dann hat er die Mutter trotzdem entehrt. Warum? Weil er trotzdem sehen musste, dass die Mutter seine Hilfe braucht. Das heißt, man muss immer letztendlich durch alle Konstrukte hindurch gucken und sehen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist auch so in Verträgen, das ist so mit Rechnungen heutzutage. Sie werden noch erstaunt sein, was Sie erfahren werden in diesem Kurs über Rechnungen, was das wirklich bedeutet. Und dann werden Sie sich wahrscheinlich an den Kopf fassen und sagen, wie konnte ich nur so blind sein? Und das ist ein erschütterndes Aha-Erlebnis, aber es ist gut, wenn es passiert. Und all das basiert auf dem richtigen Verständnis von den Begriffen Ehre und Unehre. Das heißt, ganz gleich, in welcher Position wir untereinander sind, ob der eine beim Staat arbeitet, der andere bei der Bank, der dritte im Supermarkt oder einfach nur unser Nachbar. Es spielt wirklich das alles überhaupt keine Rolle, sondern es sollte immer nur eines von Bedeutung sein, wie kann ich so schnell wie möglich auf ehrenhafte Art und Weise ein Einverständnis mit der anderen Partei erreichen. Ja? Und alles ist verhandelbar. Alles ist verhandelbar. Da denkt man oft gar nicht mehr drüber nach. Ja, wenn der Strompreis hochgesetzt wird, dann nimmt man das ja oft einfach so hin. Naja, das haben die jetzt so festgesetzt, das ist jetzt so. Na, so ist das nicht. Das ist verhandelbar. Das ist eine Novierung. Ja, und wenn ein bestimmtes Vertragsverhältnis geändert wird von einer Seite, dann kann die andere Seite auch eine Änderung vorschlagen. Das kann man also als eine Art von Einstiegstür benutzen, um eine Vertragsänderung herbeizuführen, die für einen auch von Vorteil ist. Naja, wie könnte das aussehen? Nun, vielleicht, dass man sich darauf einigt, dass in Zukunft die Rechnungen über eine Annahme beglichen werden. Ja, es muss immer alles im Einverständnis erzielt werden und es bedarf nicht vieler Worte. Nein, es ist sogar so, dass diese Seite der Annahme, diese Seite der Ehrenhaftigkeit, das ist etwas, was wirklich im privaten Bereich des Menschen ruht und welcher in der Öffentlichkeit keine oder eine nur sehr fragmentarische Sichtbarkeit hat. Bestenfalls könnte man sagen, in Form eines Spiegelbilds. Und das heißt, wir müssen immer zuerst versuchen, die Dinge, die auf uns zukommen, über die private Seite zu erledigen, bevor wir dann in die Öffentlichkeit gehen und zum Beispiel ein Gerichtsverfahren anstrengen. Erst muss das privat geregelt werden. Und wenn ich privat sage, dann meine ich wahrscheinlich etwas anderes als Sie. Und das wird unsere
nächste Sitzung dann sein, wenn wir über privat und öffentlich sprechen. Heute sprechen wir sozusagen, legen wir die Grundlage für Ehre und Unehre und für das Prinzip der Annahme. Also, alles steht und fällt mit der Bereitschaft der Annahme, wie Sie schon sehen können. Und in dem Moment, wo ich sage Nein, blockiere ich die ganze Angelegenheit. Nun, es gibt Situationen, wo man sagt, nein, das will ich nicht. Das gibt es und das ist ganz fair und das ist absolut richtig, wenn man da Nein sagt, das will ich nicht. Und zwar dann, wenn ein anderer daherkommt und versucht, einem den Arm zu verdrehen oder einen anfängt zu bedrohen oder sonst irgendwas und man sagt, nein, das will ich nicht. Ja, dann muss man davon ausgehen, dass man dann mit der anderen Seite in keinem Vertragsverhältnis steht, natürlich. Da muss man sich selber sicher sein. Und das ist manchmal, ist das vonnöten, dass man ein ganz klares Nein ausspricht. Und es ist erstaunlich, was das für eine Wirkung haben kann in einem Gericht. Ich habe das selber verschiedentlich erlebt, wenn einfach jemand immer nur sagt Nein. Und kommt keiner an ihm vorbei. Ja, und er wird mit Sicherheit seine Ruhe haben, aber wird auch nicht dann groß jetzt als jemand gelten, mit dem man gut Geschäfte machen kann. Das heißt, es wird also auch für ihn dann irgendwann zu einem Nachteil werden, weil er als stur gilt, als unnachgiebig, als was gibt es da heute für Worte dafür in der Öffentlichkeit. Wie sagt man, nicht belehrungsfähig oder lernfähig und allen so ein Unsinn. Aber so etwas spricht sich rum. Das heißt, man muss immer gucken, und das ist wirklich das Geheimnis, wenn ich das so sagen kann, das Geheimnis des Lebens ist, dass man immer die Bedürfnisse der um einen herum existierenden Menschen begreift und erkennt und dass man diese so schnell wie möglich mit so wenig Nachteil für einen selber wie möglich erfüllen und befriedigen kann. Ja, das ist, wir alle, wenn wir etwas brauchen, was wir nicht haben, das ist ein unnatürlicher Zustand. Das ist ein unnatürlicher Zustand. Damit meine ich jetzt nicht, ja, ich brauche einen Palast oder ein Schloss und fünf Rolls-Royce, das ist genauso unnatürlich. Das gibt es ja in der Natur auch nicht, wenn man sich anguckt. Da wird immer nur das genommen, was wirklich notwendig ist. Also, was ist ein gerechtfertigtes Brauchen? Das ist, wenn man etwas braucht, was die eigene Not wendet. Das ist ein wichtiges Prinzip, über was wir auch noch sprechen werden, die Notwendigkeit und was das für einen Stellenwert im Recht überhaupt hat. Es ist etwas, was die Not wendet. Und wenn man so an die Welt herangeht und beobachtet, was gebraucht wird, was wird auch sozusagen, was für Anforderungen, kann man ja wirklich sagen, kommen da auf einen zu. Nun, das sind alles Anforderungen, wo man sagen kann, da wird etwas Energie von mir gebraucht, die ich geben kann oder will oder vielleicht auch nicht kann. Da muss ich das sagen, um etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Und so ist unsere ganze Ökonomie, unsere ganze Wirtschaft heutzutage, das ganze Finanzsystem, wie die Natur auch, wie das auch in der Natur des Menschen liegt, immer darauf bestrebt, Ausgleich zu erzielen, Einverständnis zu erzielen. Das Wasser fällt vom Berg oben einfach nur deswegen, weil es ständig versucht, den Wasserstand auszugleichen. In dem Moment, wo es das mal erreicht hat, ja, da steht die Welt unter Wasser, aber es bewegt sich auch nichts mehr. Ja, das heißt, hier ist es ganz besonders wichtig, dass Energie fließt und nicht abgebremst wird. Nun, was kann man künstlich tun, ist, wenn man das Wasser anfängt aufzustauen, einen Staudamm aufbaut. Und was kann der je nach Größe für eine enorme Energie entwickeln? Nun ist das ein natürlicher Zustand. Das ist kein natürlicher Zustand. Und irgendwann wird er brechen. Irgendwann wird er brechen. Das ist eine Frage der Zeit. Und dann kommt die ganze geballte Ladung der angestauten Energie, rollt runter auf völlig nichts ahnende Menschen und Tiere und die Natur und sie wird überrollt und völlig zerstört. Und genau das ist passiert sozusagen im Geldwesen, im Kommerzwesen. Das ist das Anstauen von einer enormen Energie in den Händen von sehr wenigen und die fängt so langsam an, sich zu verselbstständigen. Und daran tragen wir auch eine gewisse Schuld, kann man sagen, ganz einfach deswegen, weil wir nie mal nach oben geguckt haben und gesehen haben, dass da jemand einen Staudamm baut. Wir haben uns nicht genügend interessiert für die nähere und auch manchmal ein bisschen weitere Umgebung. Und das ist sozusagen, das ist keine Kritik, sondern das passiert einfach und jetzt muss man gucken, wie man das wieder ins Lot bringt. Also,
Ehrenhaftigkeit, Unehrenhaftigkeit, Annahme, Ablehnung, all das hat zu tun mit der Koordinierung und dem Fluss von Energie. Das ist hauptsächlich kommerzielle Energie, und bei kommerziell meine ich jetzt nicht, wie ich das schon, ich denke, mindestens einmal gesagt hatte, jetzt das reine Geldwesen, also reine hier geldliche Energie in Form von Währung oder Münzen oder Bankkonto, das meine ich nicht, sondern Kommerz ist immer dann, man kann von Kommerz immer dann sprechen, wenn sozusagen Energie ausgetauscht wird zwischen Menschen, in ganz gleich welcher Form. Das muss nicht immer nur in Form von Arbeitsleistung sein, dass man etwas schafft, sondern das kann in Form eines tröstenden Wortes sein. Ja? Das kann einfach nur sein, dass man sich mal hinsetzt und sich Zeit nimmt für jemanden, für den sich sonst kaum jemand Zeit nimmt. All das fördert den Fluss von Energie, den Fluss von Einverständnis, von Verständnis, von Wahrnehmung. Und letztendlich, und das ist ja auch etwas Wichtiges, nehmen wir uns ja selber auch nur korrekt wahr, wenn wir mit der Umwelt in Verbindung stehen. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit Prinzipien, die nicht einfach nur gut und günstig sind und wichtig sind, sondern die absolut notwendig sind dafür, dass man sich selber realistisch einschätzen kann und wie man eingebettet ist in die Gemeinschaft, in der man lebt. Das heißt, diese Prinzipien sind absolut notwendig für eine einwandfreie Selbsterkenntnis. Ohne die geht es nicht. Wer immer verneint, wer immer ablehnt, der ist nicht in der Lage zu erkennen, wer er selber ist. Außer, dass er von außen keine gute Energie zurückbekommt. Ach, der lehnt immer ab, den brauchst du gar nicht mehr fragen. Ja, der sagt sowieso nein. Und damit wird dann derjenige übrigens auch an Möglichkeiten beraubt letztendlich, vielleicht sich mal anders zu verhalten. Das heißt, das eine kommt zum anderen. Und das eine tritt immer eine Lawine los. Das heißt, alles, was wir tun, tritt immer eine Lawine los. Nichts verhallt einfach, sondern es bleibt immer in Umlauf. Und da muss man sich gut überlegen, was für eine Lawine will man lostreten. Ja, das ist mit Worten. Worte sind auch Energie. Da haben wir drüber gesprochen. Wie sehr kann man mit Worten einem anderen zusetzen? Wie sehr setzt Ihnen das zu, wenn Sie einen Brief vom Gerichtsvollzieher bekommen oder vom Gericht oder einen Beschluss lesen? Wie sehr nehmen Sie sich das zu Herzen? Ja, da erkennen Sie, dass alle diese Dinge eine wichtige Rolle spielen in der Einschätzung der eigenen Position, der Situation und des Umfeldes. Und wie kann man sich in so einem, man kann fast sagen, Minenfeld von Herausforderungen heutzutage so verhalten, dass man da unbeschadet hindurchkommt. Und es ist eine Art von Minenfeld. Das heißt, alles muss neu erlernt werden heute, was sozusagen verschütt gegangen ist. Und diesmal auf eine Art und Weise, dass wir uns ganz bewusst darüber sind. Das heißt, dass wir verstehen, warum überhaupt Ehre, warum ist das wichtig. Früher wurde das den Menschen einfach anerzogen und die konnten sich kaum anders verhalten. Heute ist die Frage danach, warum ist das wichtig? Warum macht das Sinn? Heute wollen wir die Erklärung. Wir leben im Zeitalter, wo wir uns nicht mehr nur zufrieden geben mit der Überstülpung von Werten, die wir selber eigentlich gar nicht, ja, entweder verstehen oder gutheißen, sondern heute wollen wir wirklich wissen, um was es dabei geht. Das heißt, es ist heute ein Erfahrungshorizont, der da erweitert werden will, um ein Verständnis zu entwickeln für das, was man tut. Und genau so ist der Kommerz ausgelegt. Der ganze kommerzielle Welt ist heute genau auf diese Prinzipien ausgelegt. Das heißt, es gibt nur zwei Dinge, wirklich. Entweder er zahlt oder er kommt ins Gefängnis. So ist das letztendlich heute. Das ist wieder das feudale System aus dem 19. Jahrhundert. Entweder er zahlt oder er kommt ins Gefängnis. Und da ist natürlich eine, also letztendlich, nicht immer natürlich, ja klar, aber zum Beispiel, Sie kennen das, zahlen eine Rechnung nicht, es kommt zu einer Gerichtsverhandlung und so weiter. Sie wehren sich, weigern sich, bis dann letztendlich der Gerichtsvollzieher eine Offenlegung haben will oder wie sagt man, eine Vermögensauskunft, und dann weigern sie sich auch und dann kommen sie ins Gefängnis zur Erzwingungshaft, gegebenenfalls, ja. Da wird von ihnen etwas erzwungen. Und da denkt man sich natürlich, ja, wo leben wir denn? Leben wir im 18. Jahrhundert?
wo der Schuldner ins Gefängnis geworfen wird, bei Brot und Wasser? Nein, nein, überhaupt nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert und da wird erwartet, dass sich der Mensch ehrenhaft verhält. Das wird erwartet. Und dass man das immer kann heutzutage, das ist das, was sozusagen den Menschen nicht mit beigebracht wurde. Man kann sich immer ehrenhaft verhalten, ohne dass man sich einen Zacken aus der Krone bricht und ohne dass man da etwas verlustig geht. Und die Probleme, mit denen man es dann meistens zu tun hat, wenn man sich selber ehrenhaft verhält, ist tatsächlich, dass sich die andere Seite nicht ehrenhaft verhält. Und das ist das, was uns dann heutzutage die meisten Probleme bereitet, weil die andere Seite sich nicht ehrenhaft verhält. Nun ja, das gehört mit dazu. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, das ist ein Satz, den können Sie sich merken für den Rest des Kurses und hoffentlich darüber hinaus. Die Unehrenhaftigkeit, oder sagen wir besser, die Entehrung schafft die Mittel im Staatskonkurs. Die Entehrung schafft die Mittel im Staatskonkurs. Oder besser gesagt, Ihre Entehrung schafft die Mittel im Staatskonkurs. Ja? Das können Sie auch dem anderen sagen. Das ist jetzt nicht nur, meine ich jetzt nicht mit ihr auf sie bezogen, sondern einfach auf eine andere Partei, die eine eigene ehrenhafte Handlung dann entehrt. Und genauso ist es. Die Entehrung schafft die Mittel im Staatskonkurs. Und deswegen wird heute so auf die Entehrung geradezu abgezielt. Deswegen geschieht so eine Drangsalierung auf so vielen verschiedenen Ebenen. Denn wer zuerst in der Entehrung ist, der verliert. Und wie man in die Entehrung kommen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Gehen wir wieder zurück zu Hans und seiner Mama. Mama fragt, Hans, kannst du mir bitte den Müll raustragen? Und Hans, der macht jetzt etwas, was wir wahrscheinlich kennen. Der sagt, warum? Ist keine direkte Entehrung, denn er hat noch nichts gesagt. Ist aber auch keine direkte Ehrung. Aber was könnte man sagen? Das wäre eine Frage, und diese Frage ist argumentativ. Man sagt dazu, es ist eine argumentative Frage, und das ist, werden wir auch später, wenn wir über Rechtsformen sprechen, kann das ein guter Trick sein, aber es ist in der Regel immer es schafft ein Argument. Und wo ein Argument im Spiel ist heutzutage, da ist das eigentlich eine Entehrung. Denn es geht hier nicht darum, um warum, sondern man muss, wenn man fragt warum, in dem Fall stipuliert der Hans, dass die Mutter eine unvernünftige Anforderung an ihn stellt. Das heißt, Hans durch diese Frage alleine unterschiebt der Mutter einen unlauteren Grund für die Anfrage zur Hilfeleistung. Ja, so mit einem einzigen Wort. Das heißt, eigentlich hat er wenigstens, wenn auch nicht ganz explizit, aber durch dieses Argument, durch diese argumentative Frage hat er implizit eigentlich die Mutter entehrt. Und sich somit selber auch. Denn das spielt wirklich überhaupt keine Rolle, warum die Mutter jetzt da den Müll rausgetragen haben will. Sie will ihn rausgetragen haben. Und wenn das auch einfach nur ist für die Befriedigung, dass da Ordnung herrscht, ja, das ist doch genug. Und dann die Frage, warum zu stellen, ist also argumentativ. Und so kann man als Daumenregel, das können Sie sich auch merken, für den Rest des Kurses und hoffentlich weit darüber hinaus, für immer am besten, das ist, dass ein Argument heute in der Öffentlichkeit immer eine Transgression bedeutet. Das heißt, ein Übergriff in die Gerichtsbarkeit des anderen, ein Übergriff in die Motivationshinterfragung des anderen, und somit ein sich hineinstellen in die Gerichtsbarkeit des anderen. Das heißt, durch eine Entehrung stellt man sich in die Gerichtsbarkeit des anderen hinein. Ja? So, am besten ist es, wenn der Hans hier sagt, mach ich Mama, steht auf und macht es. Oder mach ich Mama, in 5 Minuten, ist das okay? Und sie sagt, ja, das ist okay, Hans. Deal, alles im Einverständnis. Und er steht auf nach den 5 Minuten. Und macht es auch. Das ist das Entscheidende. Das heißt, dem Wort muss immer eine Tat folgen. Das ist wirklich die exekutierte Ehrenhaftigkeit, die ausgeführte Ehrenhaftigkeit. Und wenn man dafür bekannt ist, dass dem eigenen Wort immer auch die Tat folgt, dann ist das eigene Wort schon so viel wert wie die Tat selber. Und man kann das Wort schon beleihen,
bevor überhaupt die Tat ausgeführt wurde. Und das ist ein wichtiges Prinzip auch im Kommerz. Das heißt, ich weiß, ich kann mich auf das Wort des anderen verlassen und kann darauf jetzt schon Kredit aufnehmen. Mit anderen Worten, Sie können Kredit auf Ihr eigenes Wort aufnehmen. Nun, wenn Sie das nicht tun, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, Institutionen, Staaten, die das für Sie tun. Die nehmen Kredit auf Ihr Wort und Sie müssen ihn dann zurückzahlen. Vor allem ganz besonders dann, wenn Sie hinterher bestreiten, dass so ein Kreditverhältnis vorliegt. Das heißt also die Entehrung. Und das ist wirklich so jetzt mal grob die Grundlage des kommerziellen Systems heutzutage. Es hängt alles, steht und fällt alles mit Ehre und Entehrung, also mit Honor and Dishonor. Und in kommerziellen Gesetzen, wie zum Beispiel dem Wechselgesetz, auch dem deutschen Wechselgesetz, welches Sie übrigens, das ist nicht veröffentlicht, sondern das gibt es im Bundesgesetzblatt Nummer 3. Und dafür muss man zahlen, das ist nicht einfach so verfügbar wie die ersten zwei Blätter. Da können Sie einiges dazu lesen über Annahme, Nichtannahme. Das ist immer hier so zu verstehen mit Honor and Dishonor, also Ehre und Entehrung. Ehrenhaftigkeit, Unehrenhaftigkeit. Und das sind wichtige Begriffe. Und die haben eine Definition. Wir haben heute etwas allgemein darüber gesprochen, was bedeuten sie. Jetzt im Kommerz ist es so heutzutage, das sage ich mal voraus, da kann ich jetzt noch nicht viel erklären. Ich erkläre ein bisschen, aber so, dass Sie das mal gehört haben. Wenn einem ein kommerzielles Instrument vorgelegt wird, dann muss man davon ausgehen, dass es einem zur Annahme vorgelegt wird. Das ist ein kommerzielles Prinzip. Es wird einem zur Annahme vorgelegt. Und Sie wirklich dürfen es nicht entehren und ablehnen. Ja, auch wenn der Betrag outrageous ist. Das ist ja immer wieder der Trick. Aber gut, also wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, es abzulehnen. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, da zu versuchen, jetzt den Betrag auszuhandeln. Das ist alles völlig, völlig am Verständnis vorbei und basiert eben noch auf den alten Vorstellungen, dass das Geld oder dass eine Rechnung heutzutage bezahlt werden kann in irgendwelchen Münzen, die selber wirklich Wert in sich selber beinhalten, wie zum Beispiel Gold, was abgesichert ist mit 1:15, ja, mit dem Silberstandard. Das ist nicht mehr so. Das heißt, heute kann man nicht mehr sagen, dass man selber in der Lage ist, diese Werte zu schaffen. In der Vergangenheit war das so, man hat jemandem etwas geschuldet und der kam dann her und sagt, du, ich muss meine Schuld einfordern jetzt, die ausständigen Schulden. Dann sagt er, du, kann ich dir nicht zahlen, aber du, ich habe ganze Scheune voll mit Weizen oder mit Eiern. Das kann ich dir geben. Kannst du haben, so viel, wie du willst. Und dann sagt er, okay, ja, machen wir. Das heißt, es war immer sofort ein Versuch da, die Schuld dann auf andere Weise zu tilgen. Und das ist absolut notwendig, um überhaupt nicht in die Entehrung zu geraten, ist, dass man ein alternatives Leistungsangebot macht, was man auch leisten kann. Das ist das Entscheidende. Man muss dieses Angebot machen und nicht mit dem anderen über den Tatbestand der Schuld herumstreiten. Denn tut man das, dann verfehlt man hier völlig seine Heilungsmöglichkeit. Und natürlich ist so eine Streitbarkeit, ist profitabel, sehr profitabel für die Rechtsberufe, wie die Anwälte, für die Gerichte. Die freuen sich immer über sowas, wenn es zu Streitigkeiten kommt. Und dann wird alles in deren Gerichtsbarkeit geregelt und eingezogen. Und das ist natürlich, Leute, in meinen Augen ist das eine Show. Das geht auch wieder völlig am Thema vorbei. Denn man kann heute nicht mehr sagen, meins und deins, wenn man alles abhängig macht von einer Währung, über die man selber überhaupt keinen Einfluss hat, wie zum Beispiel den Euro, der als Schuldskript, als, man könnte sagen, Pfandrecht gegen die Menschen schon herausgegeben wird. Da kann man doch nicht sagen, dass man Kontrolle hat. Da kann man nicht sagen, dass man wirklich Titel hat, in ein Gericht zu gehen und zu klagen. Ja, man kann nicht einmal sagen, dass man überhaupt wirklich Verträge abschließen kann, wenn die Verträge abhängig sind von einem fremden Skript, was ja der Euro ist, oder das Pfund, über was wir keine Kontrolle haben. Also da muss man schon die Kirche im Dorf lassen und sich überlegen, dass wir heute nicht mehr in den Zeiten leben, wie zu Zeiten des Goldstandards vor, noch gar nicht so langer Zeit, sagen wir mal 100 Jahren und davor.
Wir leben nicht mehr in der Zeit, haben aber immer noch das gleiche Verständnis darüber. Das heißt, wir denken kameralistisch. Wir denken, okay, ich schulde ihm 10 Euro, er schuldet mir 50 Euro. Also ist die Balance zwischen uns 40 Euro. Nein, so ist das heute nicht mehr. Keiner schuldet irgendjemandem etwas, einfach aufgrund der doppelten Buchführung. Ja, aber es muss trotzdem Energie fließen. Und das kann es nur, wenn eben durch die Vorlage einer Rechnung und die Annahme derselben ein solcher Energiefluss bestätigt wird. Man könnte auch sagen, hey, wir stellen uns gar nichts mehr in Rechnung. Warum? Das braucht's nicht. Jeder tut das, was wozu er sich berufen fühlt. Und dann wird man auch schnell bemerken, dass Faulsein sehr unattraktiv ist und vor allen Dingen zu nichts besonders führt. Ja, das wird sicherlich früher oder später wird sich diese Erkenntnis durchschlagen, dass man immer etwas schaffen will, dass man nicht rumsetzen will. Und wer rumsitzt und nichts leistet und nichts tut, der wird ganz einfach von der Gemeinschaft, in der er sich befindet, ausgestoßen. Die wollen ihn nicht mehr haben, weil er nie was beiträgt, weil er nie was bringt. Ja? Aber das ganze Leben heute der Menschen ist abhängig von diesem Skript von Drittparteien, die wirklich nicht schon einfach aufgrund der Tatsache, wie es herausgegeben wird, vorrangig nicht ihr bestes Interesse im Auge haben, wenn sie überhaupt ein bestes Interesse außer für sich selber im Auge haben. Ja? Und das alles, das kann man natürlich anfeinden und denen ankreiden und zur Last legen und den Finger zeigen. Genau das, was die wollen, dass man Finger zeigt und argumentiert und sich rumstreitet mit denen in Gerichten. Und ich sage Ihnen, die Erfolgschancen in einem Gericht unter diesen Voraussetzungen sind außerordentlich gering. Also man kann Erfolg haben im Gericht, aber nicht, wenn man unter traditionellen Sichtweisen in die heutigen Gerichte geht. Dann ist das fast unmöglich. Also, jetzt heißt es aber nicht bitte, dass Sie jetzt dahergehen und sagen, ah, ja, der Kursleiter hat gesagt, wir müssen alles annehmen. Und jetzt schreiben Sie überall groß drüber angenommen und Sie wissen eigentlich gar nicht genau, warum Sie das tun. Sie müssen das auch durchsetzen können. Ja, man muss also sozusagen sein Einverständnis durchsetzen. Das hört sich verrückt an, aber das ist so. Denn die andere Partei will mit einem streiten. Deswegen werden oft diese Dinge ignoriert. Sie wollen sehen, wie reagiert man darauf. Und dann sagt die andere Partei, Ihr Schreiben vom so und so vielten hat überhaupt keine Wirkung. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir festgestellt, dass wir Ihrem Anliegen nicht stattgeben können. Und jetzt kommt der Hans daher und fragt, warum? Ja? Und schon entsteht ein Argument. Und schon in dem Moment, wo man nach dem Warum fragt, oder auch umgekehrt, wenn man warum gefragt wird und man fängt an, sich zu erklären, das ist auch wieder ein Übertritt. Und man merkt ganz einfach, dass hier versuchen zwei Bereiche, Domänen könnte man sagen, Gerichtsbarkeiten, für über den Vorrang zu streiten. Das heißt, welche hat Vorrang? Und das ist genau das, was heute passiert. Welche hat Vorrang? Und das steht und fällt alles mit dem Verhalten der Parteien. Das ist also ganz besonders wichtig. Gut, also zusammenfassen wir nochmal und dann gehen wir in den Fragenteil über. Ehre und Unehre sind unmittelbar im Zusammenhang mit Annahme und Ablehnung. Da könnte man sagen, das ist fast wie ein Äquivalent. Eins darf man nicht vergessen, keiner ist gezwungen, zu seinem eigenen Nachteil zu handeln. Das merken Sie sich bitte auch. Sie können nicht gezwungen werden, zu ihrem eigenen Nachteil zu handeln. Wer das tut, das nennt man Selbstsabotage. Und das ist auch etwas, da haben wir eine extra Sitzung später mal in der Zukunft über Selbstsabotage, wenn einige von Ihnen ihre Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist immer wieder passiert, dass bestimmte Menschen einfach immer und immer wieder die gleichen Fehler machen in diesen kommerziellen Prozessen, obwohl sie genau wissen, dass es Fehler sind. Und trotzdem schicken sie es weg. Das ist ein interessantes Phänomen. Machen es immer und immer und immer und immer wieder falsch. Ich habe das wirklich oft erlebt. Und sie lernen nicht, obwohl man ihnen das 10-mal sagt. Das heißt, da ist irgendwo ein Block, da ist eine Blockade. Das ist die Selbstsabotage. Das ist sozusagen die Angst vor der eigenen Macht. Und die muss überwunden werden. Es gibt keinen rationalen Grund wirklich dafür, das so zu tun. Also die Selbstsabotage. Niemand muss zu seinem eigenen Nachteil handeln. Und denken Sie daran, es wird Ihnen genau gezeigt,
wie sie sich richtig verhalten, wenn sie zum Beispiel im Flugzeug fliegen, wenn die Sauerstoffmasken runterkommen, sagt die Stewardess ihnen immer, setzen sie sich ihre Sauerstoffmaske zuerst auf. Okay? Es dient niemandem, wenn sie versuchen, dem anderen die aufzusetzen und vorher selber ersticken. Und der andere dann auch erstickt. Das bringt nichts. Das ist falsch verstandener Altruismus. Das Christentum verlangt nicht, dass sich die Menschen und ihre Substanz völlig grundlos aufopfern und ihre ganze Opferkraft sozusagen verschwenden. Das ist falsch verstandener Altruismus. Zuerst schaut man nach seinen eigenen Belangen. Denn sonst kann man nicht effektiv helfen und sonst kann man auch nicht effektiv eine Stütze für die Gemeinschaft um einen herum sein. Das ist also ganz besonders wichtig. Das heißt, man muss sich selber und seine Belange und seine Notwendigkeiten, die man hat, auch annehmen. Und wenn man nicht in der Lage ist, anzunehmen oder sich ehrenhaft zu verhalten, aus irgendwas für einem Grund auch immer, hängt das oft damit zusammen, dass man nicht in der Lage ist, ehrenhaft sich selbst gegenüber zu sein. Ja, die Dinge wirklich so zu sehen, wie sie sind, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, sie anzunehmen, wie sie sind. Das hängt alles damit zusammen. Und das alles geht letztendlich auf diesen ursprünglichen Begriff zurück und den damit verbundenen Werten, nämlich der Ehrenhaftigkeit und dem Gegenteil der Unehrenhaftigkeit. Und da will ich noch etwas sagen, dass es wirklich in der Begriffswelt nur eine Art von Begriff gibt, und das ist ein Begriff, der etwas zum Ausdruck bringt, wo Energie fließt. Also, Ehre, das ist eine Haltung, das ist eine Tugend. Annahme oder annehmen oder ehren, auch die Verben dazu natürlich, ja. Und es gibt eigentlich zu diesen Begriffen keine Gegenteile, sondern es gibt lediglich die Verneinung dieser Prinzipien. Die Lüge ist nicht das Gegenteil der Wahrheit, denn die Wahrheit hat wirklich kein Gegenteil. Die Lüge ist die Verneinung der Wahrheit. Das heißt, die Lüge existiert nur dann, wenn eine Wahrheit existiert, die verneint werden muss. Die Lüge selber kann nicht aus sich heraus selber entstehen. Sie hat selber keine Substanz. Sie ist abhängig von irgendeiner Wahrheit, die sie sozusagen vertuschen will. Und genauso ist es mit den Begriffen Ablehnung. Ja, Ablehnung ist keine wirklich aktive Form, sondern die Ablehnung ist die Verneinung der Annahme. Nun, eine Verneinung hat manchmal ihren Platz, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich will Ihnen zeigen, dass antienergetische Begriffe keine Eigendynamik haben, sondern sie sind abhängig von der Verneinung von aktiven, dynamischen Prinzipien. Und das ist wichtig, dass man das versteht, in welcher Haltung man ist. Denn man muss sich immer fragen, will man Energie fließen lassen oder will man sie blockieren? Und wenn man sie blockiert, naja, dann kann es passieren, dass auf eine ganze Ladung davon zurollt, dass man zum Staudamm wird und irgendwann bricht man unter der Last zusammen. Oder zum Kondensator, wenn wir das später mal mit elektrischen Schaltkreisen vergleichen, was im Wirtschaftsleben passiert, dann sind wir als Menschen die Kondensatoren. Das heißt, da lädt sich etwas auf und dann buff, irgendwann entlädt er sich. Da lädt sich was über uns auf und dann zack, irgendwann kommt der Blitzschlag. Und wir wissen nicht, wie uns gesteht. Ja? Vielleicht kann man versuchen, aus diesem Kondensator, aus diesem, sagen wir mal, wie sagt man dazu, Spark Gap, also aus dieser Funkensprunglücke, da rauszukommen und den Kreis zu schließen und die ganze kommerzielle Energie fließen zu lassen. Denn das Einzige, was uns als Menschen schaden kann, ist, wenn wir uns darauf einlassen, auf die Anti-Begriffe, auf die Anti-Prinzipien, den Anti-Logos, ja, die Ablehnung, das Argument, die Verneinung. Nur dann kommen wir in Schwierigkeiten. Wir kommen nicht in Schwierigkeiten, wenn wir als hilfsbereit, als ehrenhaft angesehen werden, auch vor keinem Richter. Ja, denn man kann notfalls immer die Hände nach oben werfen und sagen, Herr Richter, ich kann die Leistung so nicht erbringen. Es ist mir unmöglich. Dann debattieren Sie nicht über die Schuld. Sie debattieren nicht über die hohen Strompreise oder über die zu hohe Steuerschätzung. Sie sagen einfach, ich kann es nicht. Ich will, aber ich kann nicht. Und dann sind Sie in einer ganz anderen Position, als wenn Sie argumentieren mit dem Finanzamt über die Höhe. Ja, also bitte das jetzt nicht als
Anleitung nehmen, Sie haben gerade eine Steuerschätzung bekommen für eine 500.000 und sagen, der Kursleiter hat gesagt, annehmen. Okay, also, das meine ich damit nicht. Wir sprechen darüber, genau über die auch technischen Vorgänge der Annahme, aber ich will Ihnen diese zwei unterschiedlichen Haltungen aufzeigen. Die Haltung der positiven Energie und die Anti-Haltung. Das heißt, das Abblocken von Energie, auch die des anderen. Das ein Abblocken der Energie führt immer zu einem Stau. Und derjenige, der blockt, der wird letztendlich unter der Last zusammenbrechen. Das gilt natürlich übrigens für die Bankiers auch. Und für die hat das Zeitalter des Zusammenbruchs schon bereits begonnen. Und jetzt ist hier die Frage, wie können die Menschen da so weit wie möglich rausgehalten werden?